Der Rapper-Haftbefehl wird wahrscheinlich für die neue Generation der Rap-Hörer wahrscheinlich ein Begriff sein, der jetzt nicht so krass etabliert ist bei euch, wie bei den, ich sag mal, bei meiner Generation. Also damals war halt Hip-Hop, Deutschrap an sich geprägt von Haftbefehl, Kollega, Farid Bang und Echo Fresh und so weiter, diese ganzen Namen, Bushido, die Stat. Da gab es noch nicht so viele Newcomer wie heutzutage, ja, es sprießen ja völlig, die kommen ja irgendwo aus irgendwelchen Löchern ständig raus und die vermehren sich wie so Heuschrecken. Damals war halt Hip-Hop geprägt von den, ich sag mal, von den G's, von den OG's, ja, so nennt man die. Und dazu gehört nun mal einfach mal Haftbefehl mit dazu, ja. Und Haftbefehl hat natürlich sehr viele Nachkömmlinge quasi groß rausgebracht, ja. Und wir wollen jetzt nicht übertrieben ausschweifen, ja. Also es geht um den Rapper Enemy. Der war circa 5 Jahre bei dem Label Aslak unter Vertrag oder bei dem Unterlabel Generation Aslak, meine lieben Freunde. Er hat sich, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren nicht so krass entwickelt. Also ich schätze mal, es war eine beidseitige, Trennung, würde ich mal so sagen. Also Enemy und Haftbefehl haben sich dementsprechend bestimmt selber irgendwie gedacht, okay, das klappt irgendwie doch nicht so, wie wir uns das krass vorgestellt haben, ja. Und somit hat jetzt auch Enemy damit entschieden, ich werde meine eigenen Wege gehen. Und der hat das auf jeden Fall auf Instagram so auch gepostet, ist ganz offen und ehrlich und zollt natürlich weiterhin Haftbefehl den Respekt, ja. Also es ist wirklich eine Partnerschaft fürs Leben geworden. Also das finde ich immer cool, dass solche Künstler ihr Label verlassen, aber trotzdem noch cool mit ihrem Label-Boss oder Ex-Label-Boss sind. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lobenswert, meine lieben Freunde. Das ist sehr gut, ja. Also das war's mit diesem Video, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir ruhig ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und ich danke euch natürlich, dass ihr hier wieder am Start gewesen seid. DOGG, euer Organ. Haut rein. Bis dann. Ciao.